Ja, aber um nochmal auf diese Pornosache zurückzukommen, das muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken, so. Weil das. Pornos, ja. Ja. Hat jetzt schon angefangen? Weiß ich nicht, jetzt, keine Ahnung. Jetzt die Zeit, jetzt schon? Warte, ich ja, die Musik ist gerade. Nee, ja. Jetzt geht's. Oh, hi, na? Aloha, liebe Leute, bei diesem wundervollen, heute mal interaktiven Mitmachspaß. Am Samstag. Am Samstag, heute ist der Samstag, beziehungsweise ihr hört es natürlich am Sonntag, also ist heute der Sonntag. Quasi. Wir wissen bestens über die Woche Bescheid. Es ist nicht so, dass in Wahrheit erst Donnerstag ist und überhaupt wir nicht. Die Hälfte der Woche nicht mitkriegen. Das kann überhaupt nicht sein. Aber dafür können wir jetzt mal einen interaktiven Mitmachspaß mit euch machen, hier beim Brennpunkt Internet. Wir haben uns überlegt, vielleicht machen wir mal was Professionelles und teasern am Anfang an, um was es geht, indem wir Überschriften sagen. Quasi ein kleines Anspoilern, aber nicht ja. Final spoilern. Ja, da hast du dann aber angemerkt, naja, vielleicht ist das gar nicht so geil, weil dann hören Richtig. Die gar nicht mehr zu. In der Psychologie der Kommunikation habe ich gelernt, dass man, wenn man Sachen vorwegnimmt, dass die Menschen nicht mehr zuhören. Aber wir können ja es ausprobieren und die Meinungen der Menschen erfragen und dann ignorieren. Genau. Außerdem finde ich das eh immer sehr schön, wenn ganz viele Kommentare unter Videos sind. Ja, weil absolut. Das ist gut für den Algorithmus. Und wenn ich mal jemanden treffe, kann ich sagen, guck mal hier, ich habe Videos, da kommentieren Leute. In die Trends rein. So, in die Trends in rein. In die Trends rein. Kommentiert uns in die Trends rein. Dass die Views richtig abgehen, machen sie nämlich gerade nicht so. Ist gerade wieder so. Das stimmt. Das ist auch relativ ungewöhnlich, dass nach Dezember, wo ja jeder YouTuber jeden Scheiß hochlädt, so am besten Adventskalender, jeden Tag ein Video, bam, bam, bam. Und dann im Januar ist dann ganz gediegen. So, weißt du, da gucken die Leute irgendwie weniger und dann werden auch die Werbungen schlechter geklickt. Richtig, und auch machen viele YouTuber ja auch Pause in der Zeit. Ja. So, wir machen aber keine Pause, haben auch Im noch Gegenteil. Nie Pause gemacht. Nein, ja. Niemals. Und wir sind sogar super fleißig und arbeiten vor, denn ich bin ja dieses Wochenende schon wieder nicht da. Ah. So, während ihr das jetzt gerade hört, wo bist bin ich du denn? Irgendwo in Berlin, das haben wir ja schon gesagt. Ich bin ja hier stimmt. bei diesem großen Influencer-Treff. Jetzt kommt ihr hierher und piept in den Podcast rein. Naja, aber ich würde auf jeden Fall zwei Überschriften, es ist natürlich mannigfaltiges Thema, hier in diesem Podcast Brennpunkt Internet heute zu hören, aber ich tease einfach mal an, zwei Überschriften, ein schwarzer Tag für YouTube ja. und Verschwörer haben es schwerer. Ich glaube sogar zu wissen, worum es geht beim ersten. Beim ersten, um was geht's ja. denn? Um Alberto, er ist zurück. Sehr gut. Great minds think Kackwurst, sage ich immer. Er war ja früher Beatboxer, ne? Was macht, ja, okay. was macht der jetzt? Der macht tatsächlich immer noch das Gleiche wie damals, was ich bis heute immer noch nicht so gut finde, weil es sehr kindlich ist, meiner Meinung nach. Er spricht halt mit sich selbst. Das ist an sich schon irgendwie so ein bisschen Panne, muss ich sagen. Es ist halt gut, wenn man jetzt nicht so die Möglichkeiten hat. Dann ist das okay. Und es gibt auch Leute, bei denen ich das ganz witzig finde. Aber erstmal finde ich dieses Format, ich spreche mit mir selbst in anderen Persönlichkeiten, etwas komisch. So. Mhm. Und dann sind halt die Gags auch so auf Niveau von... Ja. Von Nosterafu so. Genau. Mhm. Noch ein bisschen drunter vielleicht sogar. Ja. Ich dachte, unter Nosterafu ist nur der Boden. Na, Erde ganz viel und Keller. Luft hauptsächlich. Nee, aber... Sehr viel schwarzer Humor, meinst du? Genau, nee, ja, würde ich mir wünschen, ist aber weniger so. Es ist halt wirklich sehr handzahm, sag ich mal. Ja. Und es war ja ein Riesenhype, auch der Alberto ist wieder da, wir haben ihn doch so sehr vermisst. Und ich also ich kenne seine ja, Videos gar nicht, ich kenne das nicht. Nur durch meine Brüder, die meinten, oh Alberto, der macht so guten Beatbox. Und haben die das früher gesagt oder früher. Heute? Früher. Okay. Ja, heute macht er ja nichts mehr. Beatbox also. Kann er ja so, das ist alles ganz gut und schön. Das kann ich jetzt auch nicht bewerten, aber wie gesagt, dieser Humor, das ist, ich finde das wirklich in einer Reihe mit irgendwas, YTT und Ape Crime und so, dieses wirklich kindliche... Die mochte ich alle so, nicht. Das Ständer-Time und so, das war alles nicht mein Ding. Ja, das meine ich halt. Ha, er hat Pimmel gesagt. Das war ein riesen Running-Gag bei Waititi. Ha, er hat Pimmel gesagt. Und wenn man 15 ist, Penis! Maximal 15 ist, da ist das natürlich super witzig. Aber irgendwann reicht das nicht mehr. Irgendwann braucht man halt einfach einen wirklich süffisanten und wirklich spitzfingerigen und intelligenten Podcast, um auf seine Kosten zu kommen. Und apropos zurückkommen, wer nicht zurückkommen wird, ist ein Gamer aus Indonesien, der ist beim Stürzen, beim Spielen in die Tiefe gestürzt. Okay. Der hat versucht, er war irgendwie in einem Online-Spiel, ich weiß nicht welches, wahrscheinlich
Counter-Strike oder so. Ja, was man ganz spielt. Aktuell, genau. Ja. Und hat den besten Empfang in der Wohnung gesucht, hat aber auf sein Handy gestarrt und ist dann aus dem Fenster gefallen. Ei, ist das Fenster irgendwie sehr, sehr balkontürmäßig gewesen? Man weiß es nicht. Es fiel erst auf, als sich der Spielcharakter nicht bewegt hat. Okay. Und dann sind seine Freunde wohl gekommen und haben ihn dann gefunden, wie er auf dem Boden liegt. Außerhalb seines Zimmers. Haben sie wenigstens die Runde noch zu Ende gespielt für ihn? Ich hoffe, ja. Als Tribut für ihn wäre das angemessen gewesen. Das ist ja so die Sache, ne? Das fängt bei der Mutter an, hier, ich kann im Online-Spiel nicht speichern, vielleicht sollte man das einfach mal einführen, Pause drücken, speichern können im Online-Game, dann würde sowas nicht passieren. Dann ist es für alle quasi gepaust. Genau. Oder einfach, das gibt's ja eh, so dass du unlockst, dass du immer wieder Geld bezahlen musst, einfach, um weiterzuspielen, das wäre... In der aktuellen Entwicklung. Und die nächste Frage ist ja eigentlich, was passiert nach deinem Tod mit deinen Social-Media-Sachen? Hast du das schon geklärt? Das habe ich tatsächlich noch nicht geklärt. Vielleicht sollte ich das langsam mal machen. Hast du da Interesse dran? Oder vielleicht können wir uns da auch jetzt vorher schon einigen. Also es gibt ja auf Facebook zum Beispiel die Möglichkeit, sein Konto als Nachlasskonto verwalten zu lassen. Mhm. Und dann müssen irgendwie ein paar Leute dein Profil gemeldet haben, dass du tot bist. Und dann wird dein Profil entweder zum Gedenkprofil... Oder es wird übertragen auf eine Person, die du vorher bestimmt hast. Okay, das ist ja verrückt. Das habe ich gemacht mit meiner besten Freundin. Und ich habe ihr gesagt, sie soll mein Konto löschen nach dem Tod. Okay. Erst noch ein Posting machen, so von wegen geiles WLAN hier oben, ja. Und dann, oder unten, je nachdem. Und dann mein Profil löschen irgendwann. Okay. Ja, interessant, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber gut, dass du von Facebook sprichst, denn es gab ja eine große Änderung bei WhatsApp. Jetzt. Oh, habe ich noch gar nicht gehört. Es ist ja jetzt schließlich der Sonntag und wir wissen ja genau, was es ist, diese Änderung. Ich habe mich voll geärgert, es ist so viel anders wie vorher. Ja, also ich weiß ja auch nicht, ne? Dieses Facebook ist einfach überall und jetzt ist halt irgendwie alles viel schlechter. Jetzt ist alles bestimmt. Eins quasi, Instagram, Facebook, ja. YouTube, WhatsApp, du kannst dich gar nicht mehr entfliehen. Hat mein Vater tatsächlich gesagt, hat sich beschwert, dass wir ja so viele verschiedene Plattformen haben. Ja, wenn man da jemanden folgen will, dann Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, ja. Aber tatsächlich habe ich mir überlegt, es ist schon gut so, wenn da eine Plattform ist, so wie YouTube ja nun mal ist, die Videomonopolplattform, das ist jetzt auch nicht so geil. Du meinst, Konkurrenz belebt das Geschäft so ein bisschen. Ja, und verhindert, dass eine Plattform jeden Scheiß sich erlauben kann, wozu wir auch nämlich kommen. YouTube erlaubt sich meiner Meinung nach zu viel Scheiß und dann muss ich ein kleines bisschen eine alte Kategorie aus einem anderen Podcast, den ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, weil der ganz scheiße ist, nochmal rauskramen. Auch wenn immer noch neue Folgen auftauchen. Ja. Aber redet keiner drüber. Kein Schwein. Rant um euer Leben, beziehungsweise ich rante etwas ab über YouTube, denn langsam wird es mir etwas zu bunt, muss ich sagen. Was jetzt nicht die Rassenvielfalt bedeutet, sondern... Das no, sagt no hate, so. Alberto. Ja, es wird mir nicht dahingehend zu bunt. Sorry, das kam jetzt vielleicht falsch rüber. Obwohl ich auch eine Asiatin gefunden habe, die ich nicht unbedingt auf YouTube bräuchte. Es gibt keinen falsch und keinen richtig. Ja, okay. Aber die macht so, haha, ich enthaare mir die Vagina, es geht fürchterlich schief, Videos. Und du siehst halt, wie schlecht gespielt und schlecht gefaked das ist. Aber egal, die heißt irgendwie Tan Li oder so. Ist das nicht die falsche Plattform? Ich meine, man will ja auch die Ergebnisse sehen. Ist richtig, aber sie macht es ja auch nicht wirklich. Das ist auch gerade ein großer Trend, irgendwie so richtig schlecht gefakte Sachen. Das hat man doch auch so, dass dann irgendwie so ein Fake-Hater dich verfolgt oder Simon Desue macht das ja zum Beispiel auch so. Oh, ich habe jetzt hier so einen Brief gekriegt und ich habe jetzt hier so eine E-Mail und so bla. Und das geht mir auf den Sack. Aber egal, eigentlich ist ja das Thema, Verschwörer haben es schwerer. Ja, haben sie auch. Das ist das Neueste auf YouTube. Und vielleicht noch das am wenigsten Schlimme, sage ich mal, dass Verschwörungstheorien nicht mehr empfohlen werden sollen. Also warum? Von wem denn? Ja, von YouTube selbst. Es gibt ja die empfohlenen Videos so an der Seite, die seit Jahren jetzt schon Bullshit sind. Zum Beispiel, ich höre relativ viel Musik über YouTube. Hm. Und so eine Nazi-Musik meinst du? Genau. Ja. Und klar, man sitzt dann halt mit dem rechten Arm erhoben vorm PC, aber dass mir immer wieder die gleichen Lieder dann vorgeschlagen werden, finde ich ein bisschen Quatsch. Türken raus zum Beispiel. Ja. Höre ich mir in Dauerschleife an, einfach weil YouTube mir nichts anderes empfiehlt. So, und in diesen Empfehlungen sollen jetzt Verschwörungstheorien, was genau darunter fällt, weiß man natürlich nicht mehr empfohlen werden. So. Ja, allgemein auch keine Challenges mehr, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass gefährlicher Content nicht mehr gefördert wird. Er wird nicht verboten, glaube ich, aber er wird nicht mehr gefördert zumindest. Also so ganz harte Sachen und da sind halt, wie gesagt, die Richtlinien auch ein bisschen schwammig. Wenn Kinder das sehen und einen lebenslangen Schaden davon tragen, was auch immer das bedeutet,
dann darf man das nicht hochladen, dann kriegt man einen Strike dafür. Aber gibt es denn nicht sowieso die Beschränkung, auch ab 18 ein Video zu schalten zum Beispiel? Ja, das ist ja genau auch wie in der Videospielbranche, wo man sich als erwachsener Mensch irgendwie bevormundet fühlen muss, weil Videospiele in Deutschland und in Australien zum Beispiel auch sehr hart beschnitten werden, statt einfach zu sagen, ja, zum Beispiel. Und das ist halt, die Juden beschweren sich nicht drüber, aber ich würde mich schon gerne beschweren. Ja, keine Frage. Ich habe auch schon Spiele gesehen, wo dann so ein Hitlerbärtchen wegretuschiert wurde vom Endgegner. Schwachsinn, da gab es jetzt... Weil er ja so wie Charlie Chaplin aussehen könnte. Ja, gab es jetzt auch den einen oder anderen Präzedenzfall, dass das mit den Hakenkreuzen in Videospielen vielleicht jetzt ein bisschen entspannter wird. Aber ja, generell, aber ich dachte, man darf Hakenkreuze nur nicht zeigen, wenn sie in diesem rechtsradikalen Sinne gemeint sind. Ja, aber im historischen Kontext, was ja auch in Videospielen passieren kann, ist es doch eigentlich angebracht, dachte ich immer. Aber Rechtsradikalität ist doch Historie von Deutschland, also. Ja, aber es ist ja der Unterschied, ob du jetzt einfach nur Nazis darstellen willst oder ob du jetzt rechtsradikales Gedankengut zeigen, also propagieren willst. Das hat, glaube ich, kein einziges Spiel wirklich so gemacht, das beschnitten wurde. Also es gab ja, es gibt seit 20, 30 Jahren Videospiele mit Feindbild Nazi-Deutschland, so, und keins davon ist in Deutschland, ja. Warum? Keins davon ist in Deutschland ungeschnitten, also mit Hakenkreuz sichtbar, glaube ich, auf dem Markt erschienen. Wenn dann komplett nicht, also wirklich Index oder so zensiert, dass es dann irgendwie ein paar lustige Pünktchen oder ein schönes ein Plus oder, ach, oder vielleicht ein Smiley, noch ein eisernes Kreuz. Ein Smiley wäre schon gewesen vielleicht. Smiley wäre, das wäre dann wieder witzig. Ich glaube, da gab es ein Spiel, weiß ich nicht, will ich auch wieder, komm, Halbwissen ist ja unser Ding, ne? Richtig. Aber irgendein Spiel gab es, glaube ich, was das dann auf eine witzige Art gemacht hat. Aber apropos, was typisch deutsch ist, ja. Ein ganz großes Thema in den letzten Wochen im Internet war ja das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das kann ich nämlich sagen, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Siehst du, und ich sage, Leute, dafür ist Hitler nicht gestorben. Das stimmt. Der hat noch für unsere Freiheit gekämpft, ne? Hat ja auch die Autobahn erfunden quasi, hat es ja sich ausgedacht. Kurz nachdem er zum Reichskanzler ernannt wurde, hat er gesagt, wir brauchen Autobahnen, einfach um schneller Menschen zu transportieren. Ja, kann man ihm nicht absprechen. Das hat er wirklich sehr effizient getan. Er hat dabei sogar an Juden gedacht, ja, also vor allem sogar. Also ich finde, diese Antisemitismuskeule, die ihm oft da übergebraten wird, finde ich nicht angemessen. Das ist dann auch ein bisschen, meine Meinung. Da verkennt man ihn einfach ein bisschen. Man verkennt Hitler sowieso. Ja. Er war ein großartiger Künstler. Das wird gar nicht mehr. Ja, aber ich muss sagen, ich finde, das ist auch ein Monopol, ja, auf der Welt eine Autobahn haben, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Da kommen Leute hierher extra, um mal richtig durchzuziehen. Richtig, ich finde so wie auch in Amsterdam. Ein Durchziehen, genau. Es war auch ein Monopol dort, lange Zeit. Und ich muss sagen, man soll dieses Tempolimit auch mal als Ressource sehen, als einmaliges darwinistisches Angebot. Hat er sich extra aufgeschrieben? Doch, ja. Aufgeschrieben. Nee, aber... ich habe mich damit wirklich gar nicht befasst. Hat das einen Umweltschutzfaktor hinter sich oder ist es ein Sicherheitsfaktor? Naja, Umweltfaktor ist eher so ein Argument, den man noch dazu gepackt hat, aber es geht vielmehr um die Verkehrstoten. Es gibt wohl Vergleiche zwischen Autobahnstrecken, die Limits haben und welche, die keine Limits haben. Da, wo es keine Limits gibt, sterben wohl doppelt so viele Menschen. Was für mich jetzt kein Minuspunkt ist, aber es wird wohl oftmals eingebracht. Das ist aber genau wie mit den Suizidraten. Je mehr tote, schnellfahrende Leute, desto weniger tote, schnellfahrende Leute. So ist es. Okay, also da würde mich auf jeden Fall nochmal genaues interessieren. Also nicht auch innerhalb von Deutschland, sondern mit anderen Ländern vielleicht verglichen. So, wo man generell ein Verbot hat, ganz schnell zu fahren. Aber ich weiß nicht, wo ist das Tempolimit bei 130? Wenn du bei 130 irgendwo davor fährst, bist du halt auch Mus. Es ist letztendlich irrelevant, aber es gibt ja Menschen, zu denen ich auch schon gehört habe, die halt noch schneller gefahren sind auf der Autobahn. Man darf hier unbegrenzt fahren, also theoretisch auch 1000 km/h die Stunde. Da hast du dein Hyper-Torpedo-Jetski-Luftkissenboot einfach mal hingeschnallt und dann ging's los. Ja. Wir müssen auch mal an die denken, die Zeitreisen wollen. Zeitreisen sind ja auch nur durch Lichtgeschwindigkeit möglich. Ja. Wenn wir jetzt auf der ganzen Welt Begrenzungen haben, Geschwindigkeitsbegrenzungen, haben wir keine Chance mehr, das auszunutzen. Das schränkt uns genauso ein, wie diese ganze YouTube-Scheiße, um da nochmal zurückzukommen. Denn, ja, jetzt nochmal ganz kurz die Plattform dafür. Es ist einfach nur ein weiteres Tool, um irgendwie das alles in Grenzen zu setzen. Und das ist, klar verstehe ich es irgendwie,
die sind ein Konzern und die wollen Gewinn machen und so, das verstehe ich alles, aber deswegen kann ich es ja trotzdem scheiße finden. Was jetzt da meine ist, Meinung. Ja. Nein, was jetzt alles unter Verschwörungstheorien zählt, weiß man nicht. Das ist auch eine weitere Möglichkeit, irgendwie einen Bannhammer zu schwingen und untransparent zu sagen, yo, das ist kein gutes Video, weil... Ja, ich finde es auch problematisch, dass man Verschwörungstheorien an sich nicht mehr zeigen möchte, weil man weiß ja echt nicht, was tatsächlich eine Verschwörung sein könnte. Ja, gerade... Man weiß es ja nicht. Es gibt ja auch die ein oder andere Sache, wo vielleicht ein gesunder Zweifel ganz gesund ist, wie zum Beispiel beim Holocaust oder so. Zum Beispiel, ja. Ein gesunder Zweifel. Und nein... Und es gab in der Story ja auch tatsächlich Beispiele von Verschwörungen, die es gegeben hat. Ja, also jetzt ernsthaft, wirklich, ich finde es halt Quatsch, weil unter dem Aspekt, das ist halt eine weitere Möglichkeit für den Nutzer, Videos zu melden auch. Und wenn dann irgendwas ist, wie diese ganze Chemnitz-Dresden-Action so, weißt du? Dieses Ganze. Freital, bla. Und wenn dann irgendjemand sagt, ja, übrigens hier, das ist dumm. Und dann meldet eine andere Bewegung das Kollektiv als Verschwörungstheorie und so. Finde ich nicht so geil. Schränkt die Dings ein. Und das, was für mich dazu kommt, ist ja, dass es immer mehr ist. In den letzten, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, so in den letzten 3 Monaten, 4 Monaten angefangen hat es mit dem neuen EU-Recht, was Recht am eigenen Bild angeht. So. Ja. Was ich vielleicht jetzt auch nicht ganz so ernst nehme, vielleicht auch so ein bisschen aus Faulheit, aber auch aus Protest. DSGVO so. Meinst du? Genau. Hm. Wann war das? Ab da hat es nämlich angefangen, dass ich gefühlt jeden Monat gab es eine neue Sache. Ja. So. Dass selbst irgendwelche Reporter, die nicht bei einer festen Zeitung arbeiten, sondern für einen Blog oder so, die machen ein Foto von einem Stadion, wo irgendein Spiel gespielt wird und alle Leute im Hintergrund, rein theoretisch müssten sie das Recht haben. Mhm. So, was halt übelster Bullshit ist, meiner Meinung nach. Klar will nicht jeder irgendwie Teil von irgendwas sein, ohne zu fragen, aber das ist dann für mich einfach Kollateralschaden. Das ist auch nicht alltagstauglich. Naja, letztendlich. Ja, erstens ist es nicht alltagstauglich und zweitens, scheißt euch doch nicht ein, wenn man so ein kleiner Pixel im Hintergrund ist. Ich verstehe es absolut, wenn ich irgendwie als YouTube-Prankster zu jemandem hingehe, dem die Kamera an die Fresse halte, haha, lol, du bist dumm. Ja, wenn halt, es ist der Unterschied. Der eine Mensch geht halt nur einkaufen in der Stadt und du filmst ihn ins Gesicht. Das darfst du echt nicht. Ja. Das andere ist halt, dass du auf einem Konzert bist oder im Fußballstadion, was eine öffentliche Veranstaltung ist, da musst du damit rechnen, gefilmt zu werden, finde ich zum Beispiel. Ja, auch so finde ich, wenn wir jetzt zum Beispiel von Weimar ausgehen, wo ich ja nun mal am meisten Filme, ist eine sehr touristische Stadt. Da bin ich wahrscheinlich, wenn ich da einmal durchlaufe, bin ich auf so vielen Touristenfotos drauf. Mhm. Und klar kann ich nicht von mir auf andere schließen. Aber mein Gott, dann ist das halt so. Solange nicht irgendwie dein Bild jetzt speziell, dein Gesicht genommen wird, um groß Geld damit zu verdienen oder dich irgendwie in den Scheiß zu ziehen oder sonst was. Wenn es auch nicht entstellend ist und es dann ganz groß plakatiert wird. Sondern wenn du halt einfach nur Beiwerk bist. Das Wort Beiwerk gibt es ja im Deutschen auch noch, aber jetzt ist natürlich das EU-Gesetz dann so ein bisschen oben drüber. Aber das greift nicht so, wie es geplant war. Man muss ja theoretisch sogar, wenn man jetzt in irgendeinem Laden ist und man ruft da an, muss der dann, dieser Ladenbesitzer, der am Telefon ist, dich erst vorher fragen, ob er sich deinen Namen aufschreiben darf, theoretisch und solche Geschichten, muss erstmal der Datenschutzgrundverordnung hinfaxen, live zur Belehrung, macht ja auch keiner. Also es ist, sagt doch Christian Solmecke, mein Lieblings-YouTuber, sagt das ja auch, es ist einfach im Alltag nicht umsetzbar. Ich sag ja auch, also es ist für mich die Masse, es geht ja noch weiter, das mit der Musik zum Beispiel auf YouTube ist ja auch ein ganz großes Thema, da ist ja auch in den letzten Monaten das Content-ID-System nochmal sehr viel sensibler geworden oder nicht, dass die automatischen Sachen alleine werden, sondern obendrauf noch können andere, irgendwelche random Leute claimen, das ist mein Lied, die damit gar nichts zu tun haben. Es gab es auch zu Tausenden in den letzten Monaten. Mhm. Hat irgendein random Typ oder eine Agentur gesagt, das ist mein Lied, das hat überhaupt nicht gestimmt. Das wurde aber anerkannt von YouTube, weil automatisiertes System. Die kriegen das Geld, die Werbeeinnahmen. Hinterher, das muss ja irgendwie geprüft werden. Dann wird es angefochten von dem Original-Uploader. Mhm. So. Dann heißt es, ja stimmt, war ein Versehen. Und dann kriegt der aber dieses Werbegeld nicht zurück, weißt du? Also in dieser Zeit kriegen die das Geld. So, und hinterher kriegt er das nicht zurück. Und das gab es mehrfach in den letzten Monaten. So, und das jetzt noch gepaart mit dem auch neuen, keine gefährlichen Sachen, was auch immer das heißt. Da kannst du halt auch alles reinziehen. Das Internet wird immer eingeschränkter und immer unfreier. Ja, und gerade, weißt du,
du bist ja auch ungefähr mein Alter, so reingeflutscht, so in der Zeit, wo das Internet gerade aufkommt, gerade so noch die Zeit miterlebt. Gute wo, Zeit. Also ich habe noch eine Zeit miterlebt, ich hatte keinen eigenen Computer als Kind oder sowas oder keinen Internetzugang. Ich musste meinen Vater am Anfang fragen, so war übelst happy, wenn ich mal in einen Jugendclub gehen durfte und da mal so ein bisschen am PC mich ausleben konnte und so. Und dann erstmal einen eigenen PC haben, so wirklich in der Zeit, wo es quasi hochkam, so richtig krass. Das war noch Anarchie. Genau. Und ja, okay, vielleicht muss man es irgendwo regulieren, auch bei den anderen Themen, zu denen ich noch komme. Aber es ist doch scheiße. Ja, in gewissen Sachen müssen schon reguliert werden, das stimmt. Es ist doch scheiße. Es ist doch trotzdem scheiße. Ich meine, da muss ich jetzt hier, ja, Real Talk ein bisschen abhaten drüber. Ich find's einfach traurig. Lass es raus. Ich find's einfach traurig und bin auch ein bisschen sauer. Natürlich auch, weil ich als Filmschaffender in diese Richtung auch sehr begrenzt bin dadurch, ja. Aber wie gesagt... Wie auch diese Rundfunklizenz, die jetzt auch wieder die Runde macht. Ja. Der Drachenlord, der jetzt quasi nicht mehr streamen darf seit ein paar Tagen. Und das unter der Überschrift, keine Chance für die Schanze. Ja, keine Chance für die Chance. Tja, für die Champs-Élysées. Oh. Genau, das Thema habe ich nämlich auch mitbekommen. Rundfunklizenz ist ja auch so eine Sache. Eigentlich müsste jeder noch so kleine Streamer nach altem Recht eine Rundfunklizenz haben. So. Da soll jetzt eingeführt werden, dass man irgendwie ab 5000 Zuschauer das irgendwie begrenzt. Ja, wenn man drunter ist, nicht, aber... Da hieß es ja auch irgendwie, für die Möglichkeit, diese Zuschauer zu bekommen. Ja, die Möglichkeit. Obwohl, die hat man ja immer eigentlich. Eben. Und genau das ist es ja. Rein theoretisch, selbst irgendjemand ohne Follower könnte einen Stream machen, dann kommen durch Zufall, durch irgendeinen großen YouTuber oder was weiß ich, plötzlich 5000 Leute her und dann heißt es, ja, hier, du hast jetzt deine 100 Follower dadurch bekommen, bitte Rundfunklizenz, tausende Euro. Hm. Das ist doch alles. Oh. Da könnte Krog ein richtiges Arschloch werden und kann einfach random irgendwelche Streamer hosten und dann sagen, hier, du Arschloch. Hier, du Arschloch, Rundfunklizenz. Wenn ich schon zahle, dann sollen andere gefälligst auch. So ist es. Ja. Ja, aber es ja. würde dich ja auch betreffen letztendlich, ne? Das würde mich auch betreffen, weil du musst ja, ich glaube, eine der Kriterien ist ja, dass du regelmäßig streamst und die Menschen wissen, wann sie einzuschalten haben. Ab dann brauchst du eine Rundfunklizenz. Ja, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich mache das jetzt random, ja, und dann machst du es natürlich immer zur gleichen Zeit, mehr oder weniger. Mal 17:01, 17:02, genau. 16:53, so. Ja, aber... Eigentlich war ich doch so gut gelaunt, jetzt muss ich doch... Das ist halt auch noch so ein Punkt. Immer mehr Einschränkungen, immer mehr dies, das. Oh, das nervt. Naja. Aber mehr Freiheiten bekommt jetzt der japanische Staat. Übrigens, Japan hat jetzt... Der japanische Staat, Japan. Richtig. Ja, die haben jetzt ein neues Gesetz. Sie dürfen nämlich jetzt ihre eigenen Bürger hacken. Oha. Sie dürfen jetzt nämlich seit neuestem um terroristischen Anschlägen... Herr zu werden, dürfen die jetzt ihre Bürger hacken offiziell. Okay. Und ich dachte erst, oh fuck, wenn die jetzt anfangen, kommen wir auch bald dran, aber da habe ich bei uns keine Angst. Ich glaube nicht, dass unsere deutschen Behörden irgendwas hinkriegen in der Richtung. Das stimmt. Habe ich auch mal die Geschichte erzählt, dass es schwer war, mit einem USB-Stick in der Polizeistation meine Dateien rüber zu fropfen. Ja. Ging einfach nicht. Die hatten einen PC, wo irgendwie ein USB-Slot dran war. Was? Und Floppy-Disks wahrscheinlich. Ja, also... Vielleicht hat der Typ auch das in dem Moment nicht gerafft, aber er hat halt mir gesagt, ja, da muss ich rüber zu dem speziellen PC. Wenn ich... Hä? Naja, gut. Aber das habe ich noch gar nicht gehört. Ich habe was Ähnliches gehört aus China. Und zwar haben die da eine App auf den Markt gebracht. Oder was heißt auf den Markt? Also doch schon Markt, aber wohl kostenlos. Die dir anzeigt, wo in der Nähe Leute sind, die verschuldet sind. Mhm. Ja? Und dann hast du die Möglichkeit, zu diesen Leuten hinzugehen und zu schauen... ob sie so aussehen, als könnten sie ihre Schuld bezahlen. Und dann kannst du sie melden. Sowas wie Brokebook irgendwie. Gibt es das Brokebook? Nee, aber du siehst Menschen, die pleite sind. So ungefähr, ja. Richtig absurd. Das habe ich vor zwei Jahren, das habe ich vor zwei Wochen gelesen, deswegen habe ich jetzt nicht mehr so präsent. Woher wissen die das? Die sind halt wahrscheinlich, also China ist ja so ein bisschen Nordkorea-Light, ja. Vielleicht sind die da alle in irgend so ein System eingeschaltet. Stimmt, haben die nicht sogar so ein Sozialsystem irgendwie, soziale Punkte? Irgend stimmt. Sowas. Ja. Aber Halbwissen, ne? Wir können natürlich spekulieren. Aber wie gesagt, dass ich das gelesen habe, ist auch schon wieder zwei Wochen her. Deswegen, naja, China halt. Dann einfach, wo wir gerade bei so vielen ausländischen Ländern sind, kommen wir kurz zu Kanada.
Dazu kann ich mich auch was sagen. Unter der Überschrift. Reiche Zone, Amazone. Ja, Amazon Kanada hat nämlich Leute feuern wollen, die sich zu einer Gewerkschaft zusammenschließen wollten. Eiskalt. Aha, in ja. Kanada? Ja, in Kanada. Aber durften die das? Darf man das? Also offiziell darf man sich als Gewerkschaft zusammenschließen, aber ja. Also da gab es halt jetzt so einen riesen Eklat, dass das gegen die Arbeitnehmerstandards oder wie es auch jetzt natürlich übersetzt heißt, verstößt. Und bei einer anderen Firma oder bei einem anderen, nicht Filiale, wie sagt man, Versandhaus, so ein Ding, das ist dann einfach umgezogen, weil die sich zu einer, die haben die nicht entlassen, sondern dieses ganze Haus ist quasi umgezogen. Die Arbeiter haben da gewohnt. Ah, die mussten dann umziehen. Ja, die hätten dann quasi mit dieser Filiale, wie sagt man, mit diesem Versandhaus vor Ort, ja, hätten sie quasi mitziehen müssen, um ihre Arbeit zu behalten. So wurden sie nicht gefeuert, ja, aber der ganze Trupp ist halt verlagert worden, um das zu gehen. Also die wollen nicht, dass ihre Leute sich zu Gewerkschaften zusammenschließen, weil dann ist es ja sehr leicht, sich gegen sowas zu verteidigen. Und da gab es ja erst, ich glaube Anfang, Mitte letztes Jahr gab es noch so Sachen, wo aufgedeckt wurde, dass die Amazon-Mitarbeiter irgendwie Angst haben müssen, wenn sie eine Pause nehmen, dass sie bestraft werden und deswegen in Flaschen pissen und so welche Geschichten. Wurden die nicht hier auch abgehört und abgefilmt bei der Arbeit? Alle möglichen Sachen. Und ich denke mir, man wird ja nicht irgendwie einer der reichsten Konzerne der Welt, indem man Arbeitnehmer ernst nimmt und auf die Rücksicht nimmt. Was ich eigentlich nur damit sagen will, geht doch mal in die Beschreibung und drückt auf unseren Amazon Affiliate Link und kauft euch doch irgendwas Schönes, denn da bekommt man dann ein Stück ab. Nee, es ist natürlich umgekehrt, weil die kriegen doch dann Rabatt, die kaufen durch diesen Link, oder? Nee. Ach doch nicht. Okay, dann hat das keinen Sinn. Der Gedanke dahinter ist ja, wenn du dir sowieso was kaufen würdest, machst du das über den Rev-Link. Muss jetzt dazu sagen, du kriegst davon leider nichts, aber es ist auch nicht so viel. Also ich habe das jetzt irgendwie seit anderthalb Jahren oder so und es kam jetzt 200 Euro einmal eine Auszahlung rum. Immerhin. Und jetzt bin ich nochmal bei 100 oder so, glaube ich. Also die werden halt erst bei 200 ausgezahlt. So. Oder ich hatte das so eingestellt. Wie es bei YouTube war, so ab 70 Euro. Genau, oder? Diese Grenze. Ja, und der Gedanke ist ja, wenn du bei Amazon einkaufst, dann kannst du das über den Link machen. Und dann Amazon ist zwar böse, aber wenn ihr einkauft, dann bitte über Amazon. Link, richtig, über diesen Link. Und ja, und es gibt auch eine Partei, für die ich jetzt keine Werbung machen will, aber ich sag jetzt mal, die Partei wollte einführen den Amazon-freien Mittwoch. Mhm. Dass man am Mittwoch nicht bei Amazon bestellt. Einfach, um es denen zu zeigen. Hat es sich durchgesetzt? Also ich machen viele freiwillig. Ich nehme teil, wollte ich sagen, ja. Ich auch, machen viele freiwillig. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe bis jetzt das Amazon-freie Leben, bis auf eine Sache. Ich habe einmal was da bestellt und es kam nicht an. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, was soll denn das? Ich habe mir für Deadpool diese Schwerter hinten bestellt. Ah, ja. Und die kamen einfach nie an. So, deswegen habe ich das auch... Kann man das Geld zurück wenigstens? Nein, also ich habe da nochmal geguckt, ob ich da irgendwas machen kann, aber keine Ahnung. Vielleicht auch ein bisschen meine Verpeiltheit so. Aber es waren jetzt auch nur 7 Euro, ja. Mhm. Scheiß drauf. Ja, ich bin auch kein Amazon-Kunde tatsächlich. Ich bin eher so der eBay-Typ, weil da kann ich nur PayPal bezahlen. Erstens entspannt. PayPal, ganz gediegen und es kommt auch immer schnell an. Aber generell habe ich das relativ wenig, dass ich so überhaupt online irgendwas bestelle. Weil ich bestelle ja auch fast nichts. Und was ich bestelle, ist für irgendwelche Kostüme oder so. Doch, ich bestelle schon sehr viel über eBay, muss ich sagen. Ja, musst ja nicht jetzt hier mit deinem Reichtum angeben, weißt du? Ich nage ja am Nee, das Geld, was ich habe, gebe ich einfach online aus. Ich gebe das Geld online aus und ich gehe zum Böhmermann und so. Und dann lebe ich so richtig auf Kosten der GEZ-Zahler. Oh, voll gespoilert. Aber apropos, ich war ja zum Harry Potter Casting tatsächlich. Ja. Habe ich ja dir erzählt, nachdem wir Cut gemacht haben. Harry Potter Casting. Harry Potter, genau. Und die machen ein tolles Stück in Hamburg und ich bin leider nicht genommen worden. Ich habe auch ein tolles Stück. Kann ich mich da vielleicht mal anmelden? Ein Stück Kuchen oder? Nee, ein schönes Stück halt. Sag mal doch so. Willst du echt ein Stück inszenieren? Nee, ein Penis. Ach so. Willst du echt ein Stück inszenieren? Diese glänzenden Augen. Wirklich? Was? Nee, sorry. Es war nur ein ganz schlechter Dick-Joke. Ah, schade. Ja, Harry Potter. Aber apropos Dicks, ich habe gelesen, dass es eine US-amerikanische Politikerin gibt, natürlich aus dem Trump-Kabinett, die möchte eine Zwangsgebühr für Pornoseiten, also für Pornokonsum einführen. Ist sie bescheuert? Weißt du warum? Ich würde sagen, weil sie ein Problem mit ihrem Mann hat.
Das vielleicht auch, ja. Aber nein, sie will die Mauer so finanzieren. Aha, also muss man dazu sagen, ich glaube, dann wäre die Mauer innerhalb von 2 Tagen finanziert. Glaube ich auch. Da habe ich mir 2 coole Slogans einfallen lassen, dass, falls ich gerade zuhören sollte. Zum einen der Slogan Wichsen gegen Einwanderung wäre, finde ich, ganz catchy. Ja. Oder aber auch, sind auch Sie gegen illegale Einwanderer, dann ficken Sie sich doch. Hm, doch. Als kleine Kampagnenvorschlag vielleicht für die Frau, ich weiß das nicht, wie sie heißt. Aber wenn du zuhörst, buche Tino jetzt. Buchen Sie mich als Ihren Sloganschreiber. Sie sind zwar sehr schlecht, aber dafür auch sehr gut. Doch, doch, den zweiten fand ich sehr gut. Ja. Ja, doch, doch. Der hat Tiefe. Doch, da solltest du dich mal beim Böhmermann bewerben. Oh ja, vielleicht tue ich das sogar. Schön. Ja, aber gut, dass du bei den USA-Leuten schon wieder angekommen bist. Da habe ich ja auch schon wieder einen pickepacke vollen Sack. Ja. Ich habe jetzt, das war, was ich geschrieben habe, kurz bevor du geklingelt hast. Und ich habe es nicht besser hingekriegt, als er liegt, sie liegt, es liegt schon wieder ganz viel Daten, irgend sowas. Ja. So. Und ja, habe ich ja auch in der letzten Folge vom Brennpunkt Internet, dem mittlerweile mindestens besten Podcast aller Zeiten, habe ich so ein bisschen wieder mit Halbwissen geglänzt, dass da eine Person verhaftet wurde. Das war nämlich der Roger Stone. Und diesmal habe ich mich extra nochmal belesen, weil seit Monaten liest man ja von Robert Mueller, heißt er wahrscheinlich, also Mueller. Wir nennen ihn einfach Mueller. Ja, ja. So. Mueller ist nämlich der ehemalige FBI-Chef gewesen, der jetzt seit Mai 2017, glaube ich, schon diese ganze Trump-Russen-Sachen genau unter die Lupe nimmt, also ob die russischen Spezialagentur, russische Bots, was auch immer, wer auch immer, irgendwie an der Trump-Kampagne seine Finger mit im Spiel hatte. So. Und da sind nämlich jetzt wieder Sachen geleakt worden, und zwar 300.000 verschiedene Dateien. Und er selber sagt, dass nur 1.000 davon überhaupt legit sind. Und jetzt wiederum alle anderen mit absichtlicher Fehlinformationskampagne im Hinterkopf von den Russen selbst da irgendwie mit reingebaut worden. So, weil das nicht quasi seine eigenen Daten sind, die er so gesammelt hatte, sondern seine Daten und noch viel, viel mehr, um die er hatte, quasi dann wieder scheiße aussehen. Da ist ja auch die Challenge dann, rauszupicken, was jetzt die richtigen Informationen sind. Und ich muss sagen, ja, da fällt mir gar kein Witz zu ein. Ich finde das auf der einen Seite sehr besorgniserregend, was da alles abgeht, so. Ist ja erst der Aber die denken Spitze ja an alles, ja. Aber zum anderen ist ja auch mega spannend einfach, ne? Das ist ja... Es ist eh spannend, ja, ob Trump nochmal eine zweite Amtszeit bekommt. Ja, weil ich weiß nicht, ob Trump und Putin noch so Best Friends sind. Das hat ja ein bisschen gekriselt zwischen den beiden. Bestimmt auch durch Venezuela, wo es auch Neuigkeiten gibt. Weil, ne, aufmerksame Zuhörer wissen, in Venezuela brennt die Luft und mittlerweile nicht nur die Luft, sondern auch manche Menschen. Denn es gab jetzt schon 40 Tote und 160 Verletzte oder so. Also es guter Anfang. Guter Anfang. War in Syrien auch nicht anders. In den ersten 2 Monaten so 1.100 Tote irgendwie und jetzt ja, ein guter fast eine Million. Ein guter Genozid beginnt mit dem ersten Menschen, ja. Ja, eben. Es braucht immer einen Mutigen, der... Der anfängt. Ja. Oder angefangen wird. ja. Eingefangen und entfacht. Nee, aber das ist schon... Also ich glaube, in Venezuela wird richtig die Scheiße am Dampfen sein. Verfolgen die richtig Menschen? Also richtig auch so Menschengruppen? Oder ist es eher so... Ich glaube, aktuell geht es noch Richtung Bürgerkrieg. Also natürlich ist es noch nicht so weit, aber untereinander... Natürlich sind auch die Militärs am Start, weil der Maduro nach wie vor ja der nicht von allen anerkannte, aber gerade offizieller ist so. Und es kann schon sein, dass sich jetzt da diverse Leute mit einmischen, weil in Venezuela gibt es nämlich Öl. Ah, ja. Und da ist natürlich so ein zerworfenes Land, wo quasi gerade 2 Leute komplett gespalten sind. Also wann marschieren die Amerikaner ein? Was denkst du? Lass mich kurz auf die Uhr gucken. Wie spät ist es jetzt, ja? Also ich glaube, wir haben noch Januar während dieser Aufzeichnung. Darf natürlich keiner wissen, wir haben ja heute Sonntag. Hust, hust. Ich würde sagen, im Februar geht es heiß her. Ja? Es geht heiß her. Es ist wirklich zu erwarten, dass in Venezuela der Februar ganz was Besonderes wird. Es kann aber sein, dass Trump so doof ist, es gar nicht mitkriegt und es einfach nicht so als relevant betrachtet und nicht einmarschiert. Kann auch sein. Das stimmt, dass er gerade noch zu sehr bockt wegen seiner Mauer. Dass Richtig. Er dann sagt, naja, nee, jetzt habe ich keine Lust auf Ölkrieg. Du musst Prioritäten setzen, letztendlich. Ja, aber um nochmal auf diese Pornosache zurückzukommen, das muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal angucken. So.
Weil das Porno, ist ja Pornos, ja. Ja. Gibt es da Seiten, die du empfehlen kannst? Nein, das ist ja echt völlig absurd. Das ist, findest du? Ich habe da jetzt nochmal drüber nachgedacht. Ich finde den Gedanken auch sehr klug tatsächlich von ihr. Na, weil also rein theoretisch ja, aber na gut, also auf der einen Seite wird es wirklich dann jeder machen, tatsächlich, glaube ich. Also wenn du gar nicht mehr an kostenlosen Porn rankommst im Netz, dann gibt es genug, die dafür Geld bezahlen, definitiv. Aber also das ist doch nicht umsetzbar. Da muss doch nur eine Pornoseite irgendwie, also sie will das ja nur bei SA weit machen, oder? Sie kann das ja nicht weltweit durchsetzen. Ja, die Mexikaner zahlen auch, ja. Ja, nur in Mexiko wird Porn nicht mehr for free. Nee, aber ich sehe es halt nicht, dass EU-Leute irgendwie eine Website Paywall bezahlen. Keine Sorge, unsere Pornos werden frei bleiben. Oh, ein Glück. Nee, aber ich meine doch, dann muss doch nur eine Firma irgendwie schlau sein und sagen, hier, ihr könnt über eine Proxy unseren Porn kostenlos gucken oder so, und dann zerbricht dieser ganze Plan. Ich weiß es nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, wie sie sich das technisch vorstellt. Ist das vielleicht so eine 70-Jährige, die davon auch nicht so Ahnung hat? Ja, ihr sah jetzt nicht so sexuell aktiv aus. Hm, okay. Also ich glaube, hat sie doch Probleme, ey Mann. Ich denke, das führt zu einem Bürgerkrieg, wenn sie das einführt. Ja. Ich denke, da würden die Amis lieber nach Venezuela ziehen, wo sie kostenlos Porn gucken, aber dafür Bürgerkrieg haben, als in den USA zu bleiben. Also die wollen lieber Mexikaner im Land haben, als Pornografie, die Geld kostet. Das denke ich auch. Aber apropos, noch zurück zum Thema Genozid in Spe. Ja. Ich habe einen viralen Hitler der Woche. Oh, ich nicht. Schieß los. Ja, und zwar es ist noch ganz frisch tatsächlich, und zwar gibt es ein lustiges Bild von, wie heißt der, Henrik M. Broder. Der war auch bei Böhmermann mal zu Gast, das ist so ein Autor und Journalist und bla bla bla. Woher kenne ich den denn? Das sagt mir ganz viel. Und der ist jetzt nach rechts abgedriftet, und es gibt ein Bild, wo Alice Weidel ihn so ganz lieb umarmt und in die Kamera grinst. Ja. Es gibt so eine coole Challenge, sie in verschiedene Situationen rein zu photoshoppen, wie sie Leute umarmt. Und da gab es jetzt zum Beispiel ein schönes Bild mit, wie heißt sie, mit Chäpe. Wie sie Chäpe umarmt und okay. So Hitler umarmt. Das ist alles sehr, sehr, sehr lustig. Also das Erste, was mir bei sowas immer einfällt, ist dieses Bild aus Vietnam, wo dieser Typ kurz vorm Ich werde in den Kopf geschossen steht. Erschossen wird, ja. Und da könnte man sie photoshoppen, wie sie diesen Typen, der gerade schießen will, sie so, ihn so umarmt. So. Das finde ich, ist mein Meme der Woche und auch der virale Hitler der Woche. Okay. Habe ich noch gar nichts von mitgekriegt, also würde ich nicht sagen, dass das viral ist, weil wenn ich es nicht mitkriege, also ganz ehrlich. Ist ganz frisch, frisch. Meinst du, dass ich sehe das noch? Ja. Ich habe es erst gestern Abend gesehen oder heute Morgen. Dann sprich mal noch kurz weiter. Ich muss nämlich den M. Broder jetzt nochmal suchen. Er ist so ein alter, verbitterter Mann irgendwie, der eh schon immer komische Äußerungen hatte und jetzt wohl endgültig nach rechts abdriftet und für die AfD irgendwelche eine Rede gehalten hat, keine Ahnung. Okay. Die wirst du auch kennen vom... Ja, gesehen, ja, aber... Vom Face jetzt, her. Jetzt fällt mir nicht gerade ein... Ob ich den vielleicht aus irgendeinem YouTube-Video, Vortrag, bla oder irgendwas kenne oder aus irgendeiner anderen News, keine Ahnung. Braunes Ei, hast du das mitbekommen? Wer hat braunes Ei gesagt? Ich jetzt. Hast du in meine Unterhose geguckt, oder? Auch ein bisschen, das guckt ein bisschen hervor. Ja, nee, meine wegen Bruder, braunes Ei, haha. Ja. Und zwar gab es doch jetzt diese Challenge, weil ja, wie heißt sie? Kylie Jenner, die erfolgreichste Instagrammerin ist. Ach, mit dem Ei. Das wollte man ändern und ein braunes Ei hat sie jetzt überholt. Ja, habe ich auch mitbekommen. Finde ich sehr gut. Richtig. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist doch ein Schlag ins Gesicht für alle Veganer, oder? Zu Recht. Weil die sich immer nur profilieren mit ihrer Scheißernährung. Richtig. Naja, ich finde das auch sehr gut. Vor allem, weil das andere Bild, also das Kylie Jenner Bild, ist ja von ihr mit der Hand ihres kleinen Kindes oder so, glaube ich. Ich weiß, bin mir ziemlich sicher, ich glaube, so frisch nach der Geburt, ihre Hand mit der Hand von ihrem Kind, ist, glaube ich, das zweitmeist gelikte Bild. So, das wurde vom Ei überholt. Das ist aber nicht die sich umoperieren lassen hat. Irgendeine Jenner ist das ist der Vater, Mutter, was auch immer. Also jetzt quasi zweite Mutter, glaube ich. Ja, also von ihr weiß Kylie ich... Kylie Jenner ist, glaube ich, die Tochter. Diese schwarzhaarige... Wie heißt denn der? Ken Jenner? Nee. Kylie Jenner. Ich weiß nicht, wie er, also er heißt. Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass sie zuerst ein Trump-Supporter war. Ja. Jetzt, nachdem Trump sich aber so transophob geäußert hat, dass ja auch Transsexuelle nicht zum Wehrdienst dürfen, ist sie jetzt wohl doch dagegen. Okay. Doch gegen Trump auf einmal. Kylie Jenner, ich komme echt nicht drauf. Ich komme echt nicht drauf. Naja, aber... Caitlyn vielleicht? Caitlyn Jenner?
vorher vielleicht, kann das sein, dass die jetzt... Also, er heißt ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr Caitlin. Vorher war es ja ein Mann. Und er war Sportler. Ach ja, fuck, ja. So war das ja. Ja, ich kenne die Person halt echt nur von South Park tatsächlich. Hast du South Park Ja, geguckt? Natürlich kenne ich die Folge auch, aber ich habe es ja vorher schon mitbekommen, weil einer meiner Lieblingsmusiker, Drake Bell, hat sich nämlich mal so ganz doof geäußert. Für mich wird sie immer Jenner sein. Weil er war wohl ein Fan von ihr, als sie noch ein Mann war und Sportler war. Ah. Und da gab es so einen Shitstorm, wie kann man sowas sagen, sie ist jetzt eine Frau und da kann man sowas nicht sagen. Also das Hauptding, was ich davon mitbekommen habe, war einfach dass da irgendwie so eine Fahrerflucht war. So irgendwie die Person hat jemanden angefahren und wurde dann aber trotzdem irgendwie als Held gefeiert wegen der Operation und hat irgendeinen Preis bekommen. Halbwissen. Wer ist wen umgefahren? Kevin Russell hat... Ist dann geflohen? Kevin Russell hat einen Türken umgefahren. Nein, Caitlyn Jenner, glaube ich, noch vor der Operation, hat eine Person angefahren oder vielleicht sogar totgefahren, ist dann geflüchtet, hat sich aber umoperiert und wurde als Held gefeiert, weil haha, mutig und haha. Ein kluger Schritt. Ja, so. Und deswegen in South Park zum Beispiel wird das auch sehr hart verarscht. Also diese Person fährt halt immer wieder Auto und fährt immer wieder Menschen tot. Und ja, ist ja nicht schlimm. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, den ich nicht verstehe, das Phänomen Trump, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben. Zum einen, auch um die Brücke zu schlagen, zu der YouTube-Begrenzung und so, darfst du ja heutzutage immer weniger Sachen sagen. So, gefühlt natürlich nur. Denk mal, ja. Und für mich ist Trump da so ein kleines Phänomen, weil der kommt mit jedem Scheiß durch, wo jeder andere Politiker bei der kleinsten Sache schon längst irgendwie wegwerfen. Ich weiß doch, wo Obamas Frau mal so einen ganz leichten Ausschnitt hatte und alle meinten, oh, wie kann man sowas machen als First Lady? Ja. Und jetzt machen die Trumps, die machen alles andere. Ja, die hat wahrscheinlich Pornos gedreht und die lachen sich da tot drüber und sagen, ach, sympathisch. Ja, und das ist halt für mich absolut... mindblowing. Zum Beispiel Trump ist ja sehr bekannt durch seine ganzen Tweets, dass er ungefiltert irgendeine Scheiße aus Koffefe oder halt auch Autismus durch Impfung und solche Tweets ist allen scheißegal. Aber dann kommt einmal irgendwie ein James Gunn daher, falls du es mitgekriegt hast, der halt vor 10 Jahren mal irgendwie pädophilen Witze gemacht hat. Ja? Der auch Kevin Hart. Kevin Hart auch. Ach so. Aber James Gunn ist der Regisseur von Guardians of the Galaxy zum Beispiel. Ach so. Aber auch bekannt für seinen derben Humor und für seine älteren Filme und so. Ist schon längst vergessenes Thema schon wieder. Ist schon wieder wie der Holocaust. Ja, genau. Ja. In Internetzeit ist das jetzt schon wieder 50 Jahre her. Mhm. Aber ich wollte nur das gegenüberstellen, dass er für seine Tweets von vor 10 Jahren jetzt Guardians of the Galaxy 3 nicht mehr machen kann, weil er rausgeworfen wurde. Und was Trump gestern postet, ist dann morgen wieder, ach. Ja, das ist ja der Trump, ne? Wie so ein kleiner behinderter Junge, ach, der kann es doch nicht besser. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern so halt? Und das ist für mich ein absolutes Phänomen. Ich weiß auch nicht, was das ist, warum solche Rechtspopulisten mit so vielen Sachen durchkommen. Ich meine, die werfen den etablierten Politikern alles Mögliche vor, ja, als Merkel mal irgendwie, weiß ich nicht, mal gelogen hat vor ein paar Jahren oder sich unbewusst falsch geäußert hat. Und wenn jetzt ständig AfD-Politiker mit der Lüge bezichtigt und auch bewiesen werden, dass sie gelogen haben, heißt das immer, naja, die anderen lügen doch auch. Warum dürfen die so viel und die anderen dürfen nicht so viel? Da wird mit zweierlei Maß gemessen, meine Meinung. Ja, meine auch. Aber ich glaube, da wird sogar mit einer Millionenfach Maß gemessen. Und das ist auch so ein bisschen... Dann heißt es immer, man darf ja nichts sagen, dann sagen die es aber ständig. Und dann heißt es ja, man darf ja nicht gegen Merkel sein, man darf kein Islamkritiker sein. Seit 4 oder 5 Jahren dürfen jeden Montag Islamkritiker durch Dresden laufen. Und die behaupten, die dürften das nicht. Das finde ich halt so völlig wirr. Ja. Vielleicht gibt es soziale Folgen, ja. Dass dann Leute sagen, ich will dich nicht in meinem Leben haben, weil du ein Islamkritiker bist. Das hat auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, es ist einfach nur, ich will keine Arschlöcher in meinem Freundeskreis haben, aber du darfst sagen, was du willst. Ja. Das Gute ist, dass im Zweifel immer eine letzte Bastion im Internet bestehen wird. Und zwar ist das ein Podcast, der die Fahne hochhält für alles, was man sagen kann, sollte, richtig, nicht sollte, sagen darf oder vielleicht auch nicht unbedingt muss. Nee. Besonders geschmacklos ist, und dieser Podcast ist Brennpunkt Internet. Richtig. Drückt jetzt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Glocke aktivieren, damit ihr keinen Brennpunkt mehr verpasst. Und immer mitbekommt, wenn es brennt, wo es brennt und warum es brennt. Es brennt vor allem in Amerika.
eine letzte Sache dazu nämlich noch, die ich ganz interessant fand. Es gibt den International Corruption Perception Index. Hast du davon schon gehört? Glaube ich nicht. Den CPI, quasi eine, es misst eine gefühlte Wahrnehmung der Korruption eines Landes. Und doch, stimmt. Da ist, sind die USA in den letzten Jahren von Platz irgendwas in den 20ern auf Platz 25 runtergerutscht. Also quasi Platz 1 ist der beste. Hm. Also wo am wenigsten Korruption ist. Ach so. Ja. Muss ich auch erst verstehen. Hm. Okay. So kurz erstmal, um es zu umreißen. Hm. Somalia, Südsudan und Syrien. Syrien ist ganz unten. Und an der Spitze sind Dänemark. Wir brauchen jeden Cent. Ja. Dänemark, Neuseeland und Finnland sind ganz oben, sind die Top 3 und Deutschland ist auf Platz 11. Nur erstmal, um das so zum Reißen. Nicht verwunderlich. Ich meine, bei uns ist ja die Lobby-Szene sehr groß, tatsächlich. Ich erinnere an den schönen Beitrag, als die, wer war das denn, waren das die Grünen sogar? Die wollten Lebensmittelampeln einführen, EU-weit, dass man quasi sieht, also rot heißt viel Zucker, ungesund, viel Fett und so. Gelb ist, naja, mal geht's. Mhm. Und grün ist halt unbedenklich. Ja. Und das wurde von der Lebensmittel- und vor allem von der Fleisch- und Milchindustrie abgeschmettert. Also okay. Durch die. Wie sähe es denn aus mit Ampeln auf Autobahnen? Vielleicht hat das mehr Erfolg. Dass man wartet. Ja. Warten muss. Da, vielleicht ist das ja der Kompromiss. Man kann mit 230 durchballern, ja. Aber muss alle Kilometer mal an der Ampel stehen. Auch mal anhalten. Ja. Das wäre doch ein Kompromiss, oder? So 2 Kilometer Vollgas und dann Stopp, und ja. Dann geht's weiter. Muss ich aber sagen, ich spreche mich jetzt an dieser Stelle offiziell einmal für die Beschränkung der Maximalgeschwindigkeit auf Autobahnen aus. Denn wenn ich mit meiner Oma bisweilen mit dem Auto von ihrem Dorf bei Oberhof nach Weimar brettere, da geht mir schon ordentlich die Schwitzwurst, muss ich sagen. Das ist die so rast für mich. Wohl. Die rast wie Sau. Sie hat halt auch ein schnelles und gutes Auto. Mhm. Und weiß es einzusetzen. Aber sie ist halt auch nicht mehr die Allerjüngste. Und da denkt man sich, naja, gut. Wenn jetzt plötzlich, was Omas halt so interessiert, wenn jetzt irgendwie was zu essen oder ein schöner Pulli irgendwie am Straßenrand liegt, dann sind wir halt Moos, ne? So. Schwierig. Es gab einen Moment, da sind wir mal verkehrt in eine Ausfahrt rein. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber das war beängstigend, als dann auf einmal dir von vorne so ein Laster entgegenkommt. Mhm. So, und deswegen sage ich, Tempolimit 20 auf der Autobahn, bitte. Ja, mein Opa ist ja tatsächlich mit 70 Jahren ausgestiegen aus dem Auto. Aus dem Auto auf der Autobahn? Nee, das ist gefährlich. Das auch. Ja. Und daraufhin hat er gesagt, ich steige jetzt völlig aus der Autobranche und fährt kein Auto mehr. Okay. Mit 70 Jahren. Hat er sein Auto an den Nagel gehangen? Richtig. Und okay. Die Schlüssel und alles mögliche andere auch. Und? Kann man machen. Wie alt ist er jetzt? Also jetzt ist er, glaube ich, 75 oder so. Okay. Fährt seit 5 Jahren... Also er hat nicht ganz aufgehört, er ist immer noch mal zum nächsten Dorf gefahren, zum Einkaufen. Das kenne ich, wie die Veganer, ne? Oh, ich esse ja nur vegan und dann siehst du... Avocados und so. Naja, ganz okay. Gefährlich. Und umweltfreundlich. Und 5 Jahre hast du gut ihm tut, ja? Er ist gut ihm tut, ja. Weil ja, klar, er ist jetzt mehr angewiesen, ja, dass andere für ihn fahren so, aber ich finde das eine sehr kluge Entscheidung. Und ich bin, wir sind jetzt gerade voll im Real Talk, aber ich finde wirklich, dass man in einem gewissen Alter alle paar Jährchen den Führerschein nicht wiederholen sollte, aber so einen Eignungstest machen, also so einen Psychotest. Ja, oder einfach, dass man ab einem gewissen Alter so ganz allmählich eingeschläfert wird vielleicht. Ja, das auch. Nicht schlecht. Also diese eine Partei, die ich angesprochen habe, fordert ja auch das Wahlrecht von 16 bis 60. Okay. Nee, von 60 bis 50 war es sogar. Vernünftig. Weil es nämlich Statistiken gab, dass die Partei von alten Leuten nicht gar nicht gewählt wird, ja. Und von jungen Leuten sehr viel. Und deswegen müssen wir damit arbeiten. Also ich finde, alte Leute haben sowieso keine Rechte. Sollten keine Rechte haben. Also es ist auch einfach im Stadtbild einfach ekelhaft, muss man sagen. Es ist ja auch mal gut. Es ist unattraktiv. Da geht man mal an die Stadt, weißt du. Du willst doch auch im Sommer irgendwie nette junge Leute sehen, irgendwie die begrüßen. Und dann siehst du halt irgendwo so Rentner rumlaufen. Und die stinken ja auch. Ja, und gerade hier in Weimar. Wir haben ein großes Rentnerproblem hier in Weimar. Mhm. Es ist wirklich, in Jena zum Beispiel ist ja... Ne, da merkst du wirklich, es ist eine Studentenstadt. Hier haben wir auch unsere Unis, aber du siehst die Studenten nur in 1-2 Ballungszonen. Stimmt. Sonst in der Fußgängerzone, da ist wirklich, da ist ganz unangenehm. Also da willst du eigentlich nicht durchlaufen. Das passt zu meiner Forderung, Weimar kreisfrei jetzt. Ah. Und wann war das? Zur letzten OB-Wahl, an der ich knapp gescheitert bin. Hm. Ich werde dieses Thema wieder rausholen zur also, Kommunalwahl. Darf es nicht jetzt heißen, sondern...
Weimar kreisfrei bei der letzten OB-Wahl. Genau. Hm. Okay. Oder ab sofort wieder jetzt. Okay. Weimar kreisfrei, ohne Kreise. War meine Forderung. Denn ich kam auf diesen Punkt, das war auf dem CSD. Kreise sind scheiße. Kreise sind scheiße, richtig. Auf dem CSD kam ein alter Mann auf mich zu. Und er hat sich mit mir unterhalten, einfach über Politik und so und über seine Windeln. Und dann lief so eine Gruppe von Studenten. Über also seine Windeln. Seine Windeln. Und da kam eine Gruppe von Asiaten an uns vorbei. Mhm. Und er meinte, ja, finden Sie nicht auch, dass es so viele von denen gibt, von den Asylanten? Da habe ich gesagt, naja, das sind Studenten von der Uni. Mhm. Ja, trotzdem. Witzig für mich war, weil ich gerade Asiaten verstanden habe, nicht Asylanten. Oh, das waren Asiaten tatsächlich. Ach so. Also ich meinte, das sind Asiaten und er meinte, das sind Asylanten. Ah, okay. Das ein bisschen, er hat es nicht ganz verstanden. Er dachte, dass auch Asiaten... Vielleicht lag das an seinen Windeln auch einfach. Wahrscheinlich. Also vielleicht läuft er nicht nur untenrum aus, sondern auch sein Gehirn läuft... Er ist oben rund der Zeit während des Gesprächs. Okay. Es kam sehr, sehr viel, sehr viele Fäkalien aus seinem Mund. Okay. Dann bei so viel negativen News vielleicht auch nochmal was Positives, was ich gefunden habe. Nämlich, dass Gehirnwissenschaftler herausgefunden haben, dass der Schlafmangel für unsere Gesellschaft sehr schädlich ist. Kann ich bestätigen. Ja. Hast du Schlafmangel? Ich habe Schlafmangel tatsächlich. Mhm. Und dieser Schlafmangel, den kann man ja so ein bisschen vielleicht kompensieren, aber man hat ja keine Abwehrkräfte, wenn man nicht schläft. Mhm. Und dann wird man auch ganz oft krank. Wie ich zum Beispiel. Ich muss auch sagen, also Leute... Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, aber ich habe mich da jetzt auch ein bisschen engagiert für die Gesellschaft. Und deswegen auch die langweiligen Videos zur Zeit. Ja, genau. Und zum Einschlafen, weißt du? Genau. Und ich selber schlafe dafür einfach mehr. So. Weil die Gesellschaft an sich schläft halt weniger. Und du schläfst für andere. Genau. Ich kann diesen Durchschnitt quasi wieder senken, beziehungsweise den Durchschnitt an Schlafstunden steigern, indem ich dann einfach dementsprechend mehr schlafe. Ich schlafe für sie. Ich gehe für sie ins Bett. Also, kann man auch was draus machen? Ja, vielleicht? Doch. Ich gehe mit ihnen ins Bett, ich gehe für sie ins Bett, wie sie das wollen. Und wenn ihr das gut findet, Leute, dann drückt doch unten mal auf diesen Amazon-Link. Und kauft euch Kopfkissen. Nee, aber ich finde das auch. Das ist ja auch einer, jetzt kommen wir auch wieder an Real Talk, aber einer meiner Auffassungen und so. Es kann nicht gesund sein für den Menschen, mit dem Wecker aufzustehen. Wenn man sich da irgendwie natürlich trainiert, so, ja, klar. Weil du so rausgerissen wirst. Genau, aber so erstmal, das ist ja überhaupt nichts Natürliches. Mhm. Irgendwie urmenschlich wäre ja vielleicht aus dem Schlaf gerissen zu werden, weil ein wildes Tier irgendwo ist, so. Mhm. Und da bist du von 0 auf 100 Adrenalin. Aber sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie, das ist ja nicht genetisch vorgegeben, dass irgendein Geräusch dich so rausreißt. Oder also ein Geräusch, was dafür gemacht ist, dich rauszureißen. Das liegt ja an der Unnatürlichkeit, die wir eingebracht haben in die Gesellschaft, weil wir müssen ja Punkt 6 Uhr aufstehen und müssen Punkt 7.30 Uhr in der Schule sitzen oder an der Uni um 8 Uhr oder um 12 Uhr. Und es ist halt einfach uhrzeittechnisch ist es so gemacht, dass man so lange schläft, bis man wach wird, bis man ausgeschlafen ist. Dann frisst man, jagt man und dann geht man wieder in die Höhle. Ja. Und das wird ja schon sehr oft kritisiert und es wird auch sehr viel geforscht, wie man dann am besten geweckt wird. Und es gibt wohl viele Studien, die sagen, so Lichtwecker wären die besten, dass man so ins Gesicht geleuchtet wird, dass es dann die Sonne simuliert. Muss ich sagen, fickt euch alle mit dieser Scheiße. Ich hasse es, wach zu werden, wenn die Sonne mir ins Gesicht scheint. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie mir dann schon so 10 Minuten ins Gesicht scheint. Ich kriege dann immer Kopfschmerzen. Also wenn ich durch diese krasse Helligkeit auf dem Gesicht... Aber vielleicht liegt es halt daran, dass es Sonnenstrahlen sind und nicht per se die Helligkeit. Es ist ja quasi viel friedlicher, durch so einen Schein in die Augen geweckt zu werden, als... wenn es so eine sanfte Geste ist, wie du es sagst, so langsam, das ist kein Blitz, das ist so... Naja, aber als wenn du irgendwo rumliegst und so ganz langsam plötzlich so ein übelst hart heller Sonnenstrahl dich auf deinen Augapfel drauf fräst. Nee, das ist nicht so. Da bin ich kein Fan von, aber ich bin auch von beiden kein Fan. Wofür ich jetzt auch nochmal die Lanze hochhalten muss, warte, ich pack sie kurz aus. Die halte ich nicht hoch, die also, ist ja okay. Das Ding ist, dass man ja immer wieder gesagt wird, oh, weißt du, du bist ja bis um 10 am Pennen, was soll denn die Scheiße? Wenn du aber dementsprechend irgendwie um 2 ins Bett gehst, sind das ja auch nur 8 Stunden, die du schläfst. Richtig. Das ist der größte Bullshit, den man sich anhören kann irgendwie. Du faule Sau, schläfst bis erst um 10 wach. So. Jedem das Seine, wie wir in Weimar gerne sagen. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe einen Kumpel, der sagt zu mir immer, es gibt für ihn keinen Grund, das ist mein Motto. Ja. Sein Motto ist, es gibt keinen Grund, mehr als 5 Stunden zu schlafen.
Okay. Das ist alles verlorene Zeit. Okay. Der ist ein Arbeitstier. Und ich denke mir, what? Also wenn ich 5 Stunden schlafe, bin ich zu nichts zu gebrauchen. Bin ich auch so nicht. Aber so bin ich auch fahrlässig. Und dann kann ich nicht richtig gucken, denken und... Aber das ist ja auch der nächste Punkt, dass nicht jeder Mensch genau gleich ist. Also es gibt halt, das hat ja auch nichts mit irgendwie Aktivität unbedingt zu tun oder das kann ja einfach auch genetisch sein, dass eine Person ein bisschen mehr Schlaf braucht als die andere. Einer kommt halt super zurecht mit 5 Stunden und ein anderer muss halt 9 Stunden pennen oder so. Oder auch 10 sogar, das gibt es ja auch. Ja. Ich bin so ein Mensch, ich brauche schon mindestens 9 Stunden, um einigermaßen erholt zu sein. Ja. So, und deswegen... wollte ich einfach nochmal was Positives reinbringen. Aber auch das Thema Powernapping zum Beispiel, was mich auch beschäftigt hat, funktioniert null. Ah, gucke an. Tatsächlich, also es heißt wohl 40 Minuten sollen gut sein, maximal, nicht mehr und nicht weniger. Aber ich finde, ich fühle mich danach richtig müde tatsächlich. Man kann Schlaf irgendwie nicht richtig nachholen oder vorholen. Das Ding ist, naja, nachholen geht für mich schon, habe ich das Gefühl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ja, nachholen meine ich ja nicht vorholen. So. Wenn ich einen Tag durchmache oder so und dann schlafe ich halt irgendwie 16 Stunden oder sowas. Aber also Powernap, ich habe da 15 Minuten schon versucht, ich habe 40, 45 und eine Stunde habe ich alles schon mal irgendwie ausprobiert. Ja. Nicht jetzt, weil ich irgendwie, boah, Powernapping muss ich auch mal machen, sondern halt, weil ich irgendwie müde war und geguckt habe, okay, ich stelle mir mal einen Wecker auf die und die Zeit. Und es war immer scheiße. Es ist nicht mal so, dass ich noch müder aufwache, also das ist es auch, aber noch dazu kriege ich halt übelst Kopfschmerzen, die nicht weggehen, auch wenn ich ganz viel Wasser trinke und so. Es ist voll widerlich irgendwie. Ich fühle mich dann schon so ein bisschen weniger müde irgendwie, aber trotzdem fühle ich mich schwächer, wenn ich sowas gemacht habe. Und noch eine lustige Story, die ich erlebt habe, das war in den letzten Semesterferien, wo ich wirklich viel Freizeit hatte. Und ich stelle mir trotzdem immer den Wecker, wenn ich schlafen gehe, weil ich will halt nicht, dass ich irgendwie zu viel lange schlafe. Und ich habe mir den Wecker gestellt, wie immer, so auf 9 Stunden. Ja. Und in dieser Nacht ging mein Handy einfach kaputt. Okay. Also es war wirklich einfach kaputt. Und ich wache auf und es war so dunkel irgendwie. Also es war so, aber ich war ungefähr um 12 nachts im Bett. Okay. So, ich bin wach geworden und es war so schummrig dunkel. Ich dachte mir, guck aufs Handy, war aus, geht nicht mehr an. Ich hatte keine Uhr in meinem Zimmer, gucke aus dem Fenster und sehe so Schulkinder irgendwie vorbeilaufen. Ich dachte mir, geh zu uns ins Wohnzimmer von meiner damaligen WG. Und da war eine Uhr, so eine Zeigeruhr, die war auf 4. Okay. Ich dachte mir, gehen die Kinder jetzt sehr früh zur Schule oder kommen sie erst sehr spät von der Schule? Ja. Da habe ich meinen Laptop angemacht und da war es 16.30 Uhr. Das heißt, ich habe von 12 Uhr bis 16 Uhr durchgeschlafen. Eieiei. Weil ich keinen Wecker hatte. Und ich bin nicht mal rumgelegen, ich bin einfach nicht aufgewacht vorher. Ja. Und ich dachte, bin ich jetzt natürlich so eingestellt, dass ich 16 Stunden schlafen muss, bis ich von alleine wach werde? Oder what is los? Also wächst du dich schon auch sonst täglich mit dem Wecker? Immer, okay. Egal wie. Ich kann nicht anders aufwachen. Krass. Also sonst habe ich nicht die Motivation zu sagen, okay, jetzt habe ich aber genug geschlafen, sondern dann würde ich noch weiter wach liegen. Aber ich bin erst dann wach geworden, nach 16 Stunden Schlaf. Und du hast davor auch nicht durchgemacht oder so? Nein, das war ein ganz normaler Tagesrhythmus für mich. Eieiei. Da haben wir jetzt ja nochmal schockierende Fakten zum Ende gehört, du. Und seitdem habe ich auch 2 Wecker tatsächlich. Mein Handy einmal. Übrigens ging mein Handy deswegen kaputt, weil ein Fehler aufgetreten ist, der zu 1 Million passiert mit Handys. Okay. Hat mir der Handyverkäufer dann gesagt. Ich muss mir da ein neues besorgen. Verrückt. Es ging nichts mehr. Es ging nicht mehr an und ganz komisch. Und seitdem habe ich jetzt 2 Wecker. Einmal Handywecker und so einen Billigwecker von Saturn oder sowas. Ja, schön. Haben wir doch nochmal über was Positives geredet. Ja, das ist mir ja auch immer so ein Anliegen hier gewesen, dass wir... Es ist ja auch so, wenn du Nachrichten liest, es wird immer eher das Negative vorgehoben. Und da habe ich auch so eine kleine Idee. Neben den Specials, die geplant sind, auf einem öffentlichen Klo das zu machen, das würde ich demnächst auf jeden Fall mal angehen. Bitte? Würde ich auch mal ein Special machen, wo wir nur über positive Sachen berichten, die so passiert sind. So die richtig happy-go-lucky. Eine positive Ausgabe. Ja. Und wo wir gerade von Weckern sprechen. Die Zeit ist leider abgelaufen. Das war wundervoll mit euch wieder, Leute. Schreibt alle immer. Schön in die Kommentare. Oh, ist das schön. Folgt uns auf Instagram und so. Genau. Und Facebook und alles, was wir haben. Dieser Amazon-Link da in der Welt. Oh, die Musik ist auch da. Mal rein. Und was hast du gesagt? Naja, diese Musik ist gerade was? 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 Holocaust? Hoch die Faust, ja, Holocaust.